Guten Morgen vom Pico Aero. Es ist ziemlich windig, es ist früh, es ist kalt, aber vor allem voll. Es sind viele Menschen da. Als das letzte Mal hier war, das war dann 2020 im Winter, da waren wir alleine. Gut, das habe ich jetzt nicht gerechnet, aber dass so viel los ist, habe ich auch nicht gedacht. Wir versuchen jetzt unsere Challenge trotzdem irgendwie umzusetzen. Und zwar hier, ich habe jetzt das Tele drauf, 140 mm. Es gibt schöne Facetten, die wir vielleicht fotografieren können oder Details. Müssen wir jetzt mal ein bisschen gucken, wie wir uns zurechtfinden, wenn so viel los ist. Aber wir machen auf jeden Fall das Beste draus. Morgen, beim hier hochlaufen haben wir ja schon gesehen, dass es hier ganz schön voll ist. Aber wir haben auch gesehen, dass da über dem Meer total der Dunst oder Nebel liegt. Und aus dem Nebel schält sich da gerade so wunderschön die Nebeninsel von Madeira raus. Und darüber sind total krass angestrahlte Wolken. Ist ein völlig surreales Bild, sieht fast aus wie gemalt. Also das könnte schon mal sehr gut für meine Challenge sein. Was hast du für ein Setup? Du hast die längste Brennweite. Genau, 100 bis 400 mm. Und du bist aber nicht auf 400 mm. Ja, ich habe doch schon meinen 100 mm schon gemacht. Er kann nicht verlieren. Ja, also auf 400 werde ich auf jeden Fall das da fotografieren. Und gefällt mir schon ziemlich gut. Da gibt es auch sehr schöne Silhouetten gerade da unten, jetzt wo das Licht ein bisschen hochkommt. Also hier hat man trotzdem Möglichkeiten, auch wenn es ziemlich voll ist. Die Berglandschaft da vorne ist sehr zerklüftet und ich habe im Grunde mehrere Ridges, sag ich mal. Und dadurch habe ich im Foto nachher ganz viele Schichten. Schwarz tatsächlich der Fels mit der Kuppel drauf und dann wird es immer heller hin in Richtung Sonne. So dass es, wenn da jetzt ein Tick mehr Nebel drin wäre, wäre es ein super Knallerfoto oder so. Ist aber auch spannend, interessant. Aber durch diese Schichtigkeit kann das Auge ein bisschen verweilen. War schon 8:30, also waren wir wie lange da? 2 Stunden? Ja, okay. Kann man läuft. Ja. So, wir haben jetzt doch 2 Stunden hier verbracht. So schlecht war es doch gar nicht, wie wir dachten. Es war gar nicht so einfach, einen schönen Spot zu finden, also vor allem im Tele dann ein richtiges Framing zu haben. Aber ich glaube, sind ganz gute Bilder rumgekommen, aber ich denke, wir werden heute Abend auf jeden Fall nochmal losgehen. Oder was meint ihr? Ja. Aber alleine die Silhouetten oder der Ausblick war cool. Aber jetzt kommen hier die Reisebusse mit den Leuten und das bedeutet, Zeit für uns zu gehen. Ja, und jetzt nochmal, hier bin kurz. Ja. Super schön hier, halt relativ viel los, aber es hat sich total gelohnt. Ja, ist schön. Ja, sehr schön. Deswegen sind so viele Leute da. Wir sind jetzt in Santa Cruz, also ziemlich direkt am Flughafen, an einem schönen Spot. Und der Plan war hier, die Felsformation mit den Wellen einzufangen. Jetzt haben wir nicht damit gerechnet, dass wir gerade Flut haben. Das bedeutet, wir müssen noch ein bisschen warten. Aber wir nutzen einfach die Zeit, jetzt hier mit dem Tele noch ein bisschen zu spielen, ein paar Bilder zu machen. Da ist ein Krebs direkt hier an den Felsen dran. Da kommen immer Wellen drüber, bildet sich auch einen schönen Regenbogen. Also wir nutzen einfach die Zeit bestmöglich, essen ein bisschen was und warten auf den Sonnenuntergang. Und ja, wenn der Ton nicht so gut ist, ist es ziemlich laut hier. Schmeckt's? Ja, schmeckt ja auch. Endlich mal was Frisches. Ja, endlich mal was Frisches, das stimmt. Obwohl beim Frühstück geht es ja auch eigentlich. Ja. Ja. Wenn man da mal sich was Frisches holen würde. Nicht nur Eier und Röstis. Röstis. Nom, nom, nom. Guten. Nom, nom, nom. Während wir hier auf den Sonnenuntergang warten, habe ich tatsächlich aus Zufall meinen Tagesshot bekommen. Mit dem 200 mm vom Stefan habe ich mir das ausgeliehen. Er hat das für die Nikon dabei. Hier um die Ecke
kann ich euch leider jetzt nicht zeigen. Da war ein Angler, der gerade die Angelrute ins Meer geschmissen hat. Das mit der Silhouette im Gegenlicht, ein Schwarz-Weiß-Foto wird es sein. Obwohl ich gar nicht wollte, dass es schwarz-weiß ist. Ich gebe es mal genauso raus, wie es ist. Aber es ist ziemlich cool geworden. Na, einfach die Augen offen halten. Ja, darf aber Glück haben. Ja, Drecksack. Ja. Stefan, wie ist dein Plan? Ich warte darauf, dass die Wellen genau richtig kommen, dass ich die haben will. Die bilden hier so ein ganz schönes S, wenn die Flut hier rumkommt. Ich glaube, das sieht nachher gut aus. Und der Himmel dürfte noch ein bisschen bunter werden. Naja, haben wir noch ein bisschen Zeit. Haben noch 40 Minuten. Ja. Felix, wie ist dein Plan? Genau der gleiche wie Stefan. Ja, viele Optionen haben wir ja nicht. Ha? Viele Optionen haben wir ja nicht. Nee, hat man nicht. Vor allem, weil man davor einfach nicht kommt. Die Wellen sind viel zu krass und es macht schon echt fast ein bisschen Angst, wie nah und groß und heftig die hier sind. Eigentlich wollten wir davor, aber das kannst du vergessen. Hier ist aber auch ganz schön. Und wenn jetzt der Himmel noch ein bisschen Farbe kriegt, sollte das schon passen. Mein Plan ist, ein besseres Bild zu machen als diesmal. Sag doch, passt. Das wäre es jetzt gewesen. Auf jeden, sorry. Fall, auf jeden Fall ist gerade einer runtergekommen. So ein Wagemutiger hat sich vorne hingestellt. Ein cooles Bild geworden, aber keine Ahnung, ist saugefährlich, weil die Wallen kommen jederzeit rüber. Und wenn die zu. Ja, wäre so einer gekommen, dann wäre es zu spät gewesen. Aber du machst jetzt nichts mit Langzeitbelichtung, du machst Kurzzeitbelichtung, dass du die Splashes hast? Nee, ich mach 1/8 Sekunde. So ah, okay. 1/10 aus der Hand. Ja, okay. Ich bin einfach ein bisschen flexibler, wenn ich nicht strategisch aufbaue in der Situation. Funktioniert es gut noch mit dem Bildstabilisator? Funktioniert wunderbar. Also brauche ich jetzt persönlich noch kein Stativ. Okay, cool. Die Chirurg in dir verloren gegangen. Vielleicht, ja. Jahrelanges Training. Daumen drücken für die Sonne! Da hinten verfärbt sich so ein bisschen. Bisschen, ja. Es kommt ein bisschen Farbe rein. Eventuell wird es jetzt gleich noch mehr. Die Wolken, glaube ich, stehen ziemlich hoch. Das heißt, die sollten eigentlich was kriegen, wenn die Sonne schön nach unten geht. Also mal gucken. Das wäre schon echt geil. Wow! Jungs, an der Position wurde ich gerade eben gut nass. Ja, wir auch. Wir. Ja, da steht ja einer am Wachposten, der nicht hinguckt. Der, Ja, den nehmen wir mit. Oh. Jetzt ist auch vorbei. Meinst du? Zu dunkel. Aber du hast immer gewartet, auch bis das Wasser abgeflossen ist, richtig? Ja, genau, weil die Splashes nach oben, die sind meistens so krass, dass die die ganze schöne Landschaft da verdecken. Und wenn es dann so abfließt, dann macht es halt so richtig schöne, ja, wie so Wasserfälle schaut es schon fast aus. Mhm. Mal gucken, ob das mir mit der Komposition, dadurch, dass ich jetzt die ganze Zeit hin und her laufen musste wegen den Wellen, war jetzt natürlich nicht so viel Zeit, eine super Komposition einzustellen, aber... Ich glaube, es passt schon. Der Himmel hat gepasst, das Wasser hat jetzt gepasst. Hat sich auf jeden Fall auch gelohnt, von da vorne nochmal hierher zu gehen, einfach um noch einen anderen Winkel zu haben. Wird schon passen. Cool. Happy? Ja. Top. Und es macht Spaß, den Wellen auszuweichen. Also wir sind ein bisschen nass geworden, aber war richtig cool, weil Spaß. Immer hin und her laufen, ausweichen, die anderen warnen uns. Es ist 20.55 Uhr. Und, warum zeigst du mir das Handy? Ich wollte ein bisschen Licht auf dein Gesicht. Ach so. Ja, wir sind auf jeden Fall fertig. Es ist dunkel, aber scheiß drauf. Wir kriegen jetzt, glaube ich, noch unsere Challenge für morgen. Ja, da kommt ihr. Ja. Und dann sehen wir uns morgen früh wieder zum Sonnenaufgang. Bis dann.